So, liebe Leute, Saison 2, Rennen Nummer 3. Herzlich willkommen nicht in China, sondern ganz um die Ecke. Herzlich willkommen aus Vietnam. Ja, okay, ich habe noch, bevor wir loslegen, noch einiges zu sagen zu meinem letzten Video. Ich habe eure Kommentare gelesen, ich habe eure Kommentare zur Kenntnis genommen. Ja, ihr hattet teilweise recht, es waren ein paar Asi-Moves dabei. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Alles klar. Ja, ich habe einige eure Kommentare gelesen, habe es auch zur Kenntnis genommen. Ich weiß, dass ein paar einige Moves dabei waren. Ich bin mehrmals Ricciardo vor die Karre gefahren, das weiß ich auch. Habe ich mehrmals auch aufgeregt für solche Situationen. Ich habe mir das nochmal ein bisschen reflektiert und habe bin zur Erkenntnis gekommen, tatsächlich, dass ich aufgrund auch mit eurer Kommentare da selber Fehler gemacht habe. Und ich habe das jetzt mir ein bisschen überlegt. Ich werde jetzt tatsächlich ein bisschen ruhiger an manche Situationen angehen. Ja, das Auto ist nicht stark genug für die vorderen Positionen und alles drum und dran. Und deswegen werden wir heute so fahren, wie es irgendwie möglich ist. Und wenn ich merke, die Autos haben mich überholt und kann mich fair überholen, dann lasse ich es auch ziehen und alles drum und dran. Die Rückblenden werde ich nur einsetzen, wenn es halt irgendwie möglich ist. Wenn wir halt wirklich rausfliegen sollten, wenn irgendwie ein Dreher und wir dann in der Wand landen oder sowas. Aber mehr werde ich heute auch nicht tun. Oder beziehungsweise auch in Zukunft nicht tun. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Gut, wir gehen rein auf jeden Fall jetzt ins Vorbereitung für das Vietnam-Rennen. Wir haben die Aerodynamik ein bisschen verbessert. Ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Vergiss wenn es, kein und nicht der Strecke. Aktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was alles zur Verfügung steht. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ja, genau. Rennwochenende, los geht's. Ich hoffe, dass das jetzt auch mit den Rennanzügen soweit passt. Und ja, jetzt erstmal zurück zum Renngeschehen. Wie gesagt, ich nehme auch Kommentare in Kauf. Beziehungsweise nehmen Sie zur Kenntnis. Es ist ziemlich gewehr gegen wen nach meinem letzten Video gekommen. Und das werde ich halt jetzt ein bisschen abstellen, ein bisschen ändern. Und also, dann werde ich auch wenig versuchen, weniger aufzuregen. Ich hoffe, dass es so jetzt auch funktioniert. Versprechen kann ich es nicht, aber ich versuche es zumindest abzustellen. So, okay. Gehen wir rein. Wie gesagt, jetzt in die Vorbereitung. Freie Training zum großen Preis von Vietnam. Eine Strecke, die mir persönlich nicht so liegt. Auch in den Ligen ist es ja alles andere als gut gelaufen. Vorletzte Woche in der Dienstagsliga ist es absolut beschissen gelaufen hier mit Platz 15 durch das Safety Car unter anderem auch. Letzte Woche Dienstag lief es tatsächlich auch nicht wirklich viel besser. Da war man mal auf Platz 8 oder 9 und beziehungsweise dann zu dem Zeitpunkt Platz 9 wird weggeschossen und damit sind die Punkte futsch. Aber mal gucken, was nächste Woche ist. So, okay. Wettervorhersage. Ach Gott sei Dank, leichter Regen im Rennen. Das ist okay. So, Born GP. Okay, wir haben tatsächlich ein bisschen. Und tatsächlich ein bisschen. Haben wir die Farbe, wir den Teamfarben, ja, okay. Ah, hat sich ein bisschen geändert, ja. Okay, egal. So, momentan sind wir auf Platz 4. Das wird sich wahrscheinlich dieses Wochenende ein bisschen ändern. Okay. Was wir so haben. Wir brauchen noch keine weiteren Einheiten. Wir sind mitten im dritten Rennen. Warte mal, irgendwo muss doch hier F und E überhaupt. Da ist er doch. Was hältst du hiervon? Warte mal, da oben ist irgendwas mit Antrieb gewesen. Die brauche ich, würde ich auch mal gerade kurz durchchecken. Jetzt würde er tatsächlich uns einen ordentlichen Sprung nach vorne bringen. Wenn ich mir das mal angucke gerade. Magnetische Verbindung, ja. Das würde er tatsächlich einen ordentlichen Schub geben. Wahrscheinlich zumindest. So, aber wir müssen uns langsam auch mal ein bisschen vom Ende weg bewegen. Und wir sind, wie gesagt, ziemlich am Anfang der Saison 2. Ja, und los geht's mit dem ersten freien Training heute. Und scheinbar hat es mit dem Teamanzügen diesmal gepasst. Ich habe es jetzt ein bisschen geändert, ich habe ja gesagt, das mache ich noch. Das habe ich dann diesmal offscreen erledigt. Und hoffe, dass das jetzt so relativ gut aussieht. So, da möchte er wieder ein bisschen durch die rumladen. Ich glaube, beim letzten Mal sind wir auch 20. geworden oder so. Aber da gab es ja noch den Wechsel mit den Reifen, die dann noch irgendwie ziemlich kaputt waren. Jetzt bin ich sein Auto.
right. A little bit of an electrical problem at the moment. We're working on it now, so don't worry. We're going to get you out there as soon as possible. Kleiner Fehler von dem elektrischen System. Das heißt, ich werde das kurz überspringen jetzt. Ich muss mal kurz mal auf mein Setup gucken. So. Überspringen wir mal kurz die Reparaturzeit. Und dann geht's rein ins Rennen. Und es hat tatsächlich gepasst. Machen wir die Rennanzüge und sind zu beendet. Die sind jetzt so quietschgelb, so wie das Auto auch ist. Eigentlich hätte ich es sogar andersrum machen müssen, aber gut, okay, passt so. When you get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. Don't push the car just yet. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. Da ist McLaren, glaube ich, auf hart raus. Ich denke, so drei Runden sollten passen. Gott sei Dank mal kein Regen in diesem Rennen. In der letzten Saison hatten wir hier den Regen. Jetzt mal fahren wir ein komplett renntrockenes Rennwochenende. Na gut, gehen wir rein. Mercedes-Motor schnurrt da hinten. Und mal gucken, was einfach dieses Wochenende drin ist. Wie gesagt, ich werde nicht mehr auf die Brechen hier irgendwas versuchen. Wenn ich merke, ich habe eine mega Schlange hinter mir. Da muss ich es ja wohl überholen lassen, dann weiß ich, dass sie sehr schnell sind. Da versuche ich fair zu verteidigen, einen Spurwechsel und gut ist. Wie gesagt, ich nehme eure Kommentare, die da so letzte Woche... Scheiße. Genau, das ist das, was ich meine. Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. Ja, das ist natürlich jetzt wieder schon Katastrophe. Das heißt, ab in die Box, neuer Flügel drauf. So. Die Farben sind übrigens alle exakt angepasst. Also, ich glaube, das ist bei dem Gelb die 149, 235 und irgendwas. Ich müsste es nachgucken, wenn ich die Farbkombination gemacht habe. Car repairs have set us back a little. Na, dann fahren wir nochmal raus auf die Strecke. Okay, let's go. Nur keine vernünftige Rundenzeit und wir haben nicht wirklich viel Zeit heute. Die Reifen wollen ja drauf lassen, die waren nur eine Runde alt.
just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So, versuchen wir es nochmal. Holz könnte Williams sein gerade. So, jetzt geht es nämlich Richtung Start-Ziel und dann geht es auf unsere erste Runde. Unsere erste gezeitete Runde. Wirklich Zeiten haben noch keine, aber kaum einer gefahren. Ja, leichter Crash, der war noch nicht alles andere als ideal. Aber ich tue es gerade mein Bestes, dass ich das nicht abstellen kann. Ein Dritter. Diesmal kein Anecken, was kann passiert hier? Denn es ist sehr schnell. Latifi ist das vor uns. Where P2 with that lap? Von Norris auf Anhieb mal. Und nur knapp an Albon dran. So, jetzt kann man hier relativ vielleicht ein bisschen Windschatten abzunehmen. Ja, ich habe natürlich jetzt. Oh, da crasht der von hier. Verbremser natürlich. Was? Ja, da war der Quersteher wegen dem Dirty Air. Jetzt hoffe ich, dass ich über die lange Gerade an ihm vorbeigehen kann oder rankommen kann. Die Zeit sieht gar nicht mehr so schlecht aus eigentlich. So, jetzt geht's Richtung Haarnadel. Ich hoffe, dass das jetzt bitte, dass ich jetzt vorzeitig dran daneben komme. Okay, das war ein bisschen zu optimistisch. Das hat schon mal gar nicht funktioniert. Das war nicht das erste Mal, dass ich... Don't be afraid to come in and tweak the setup if you need to, and we can chuck on a fresh set of tires if they're getting worn. Come in this lap, please. Box this lap. Nah, when just... driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Ja, das war einfach das Problem. Ich war zu schnell und kam nicht mehr so rechtzeitig auf die Bremse runter. Ich habe die Bremsbalance ein bisschen da vorne gestellt, dass ich ein bisschen mehr Kraft auf der Vorderradbremse habe. Vielleicht funktioniert es jetzt. Schade, die Runde wäre... Alter, vorne auf die Spitze sogar gereicht. Momentan führen, sind wir Zweiter vor Ricciardo. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. We're low on fuel. Box in the next two laps, please. Natürlich haben wir... Hinter uns ist jetzt eben genau... Ich müsste, das glaube ich, müsste sogar Ricciardo sein.
We're thinking it might be a good idea to run Fuel Mix 1 for this session. We'll save some engine mileage that way. Boah, das jetzt auf Pole. Also auf Bestzeit so. Ja, mit dem Crash der macht es natürlich alles anders einfach. Ricciardo. Also Bottas, Albon, wir momentan. Ricciardo, Giovinazzi. Ziemlich bunt gemischt. Vorne zweimal hart, dahinter dann Medium und dann wieder hart Medium. Das sind die ersten fünf, die wir auch sehen. Die seht ihr ja oben links eingeblendet. Ja, ich muss jetzt gerade wieder, jetzt muss ich mich aufpassen, dass ich nicht irgendwie im Weg stehe. Weil mein Treibstoff aus ist. Damit sind wir auch durch mit dem ersten freien Training sogar schon. Aber mal gucken, ob dieses Training auch nur eine Momentaufnahme ist oder ob das für einen positiven Trend in Richtung Rennwochenende geht mit einigen Pünktchen. Nach dem, ja, ich muss sagen, teilweise wirklich unfair ermauerten zweiten Platz oder auch glücklichen zweiten Platz, der mitten vorne jetzt, aus dem letzten Rennen bei Bahrain, wo wahrscheinlich ein bisschen mehr, weniger gewesen wäre. Das Auto ist einfach nicht gut genug momentan für die Top-Position. So, das ist einfach mal so. Das ist, wie manche schon geschrieben, ja, oder wie einer zu euch geschrieben hat, das ist My Team-Karriere. Da muss es dauert halt ein bisschen, bis das Auto entwickelt ist. Und wir sind ja dran. So, da hinter ist noch ein Ferrari, der jetzt gleich vorbei will. Und ein Racing Point. Ich habe es ja schon gesehen. Der erste war Vettel. Und der zweite, das ist Perez. Der so. Ach, bleib doch nicht stehen. Box this lap, please. Box this lap. Ja, der gut. Die KI checkt das nicht. Die KI denkt, es ist. Wegen der Gelbphase muss ich langsam fahren. Liegt aber daran, dass ich die Gelbphase gerade ein bisschen auslöse mit dem ohne Sprit fahren. So, ich nehme mal kurz Platz. Hier wieder zieht er will. So, Raikön jetzt auch vorbei. Manche Ecken geht halt nicht unbedingt mit dem Rollen lassen. So, ab in die Box. Feierabend für heute. Carl probably mentioned the new parts that have come in from the factory. Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. So, momentan sind wir Sechster. Verstappen, Albon, Hamilton, Vettel, Bottas, Leclerc, Achter. Ja, ja gut. Knapp auf jeden Fall für Ricciardo und Kwiat. Damit ist es okay. Platz 8 ist ein gutes Ergebnis, muss ich sagen. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Verstappen, Albon und Lewis Hamilton.
Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So, dann haben wir das. Schumacher momentan, also unser Teamkollege, nur auf dem momentan 21. Platz. Ich hoffe, dass er da nochmal einen Sprung machen kann. Aber schauen wir mal. Also für vorne wird es wahrscheinlich für dieses Rennwochenende nicht reichen. Jedoch, ich werde es nicht überstürzen. Ich werde es ein bisschen anders machen wie in den letzten Rennen. Wenn es möglich ist, versuchen wir zu überholen. Wenn es nicht möglich ist, dann geht es nicht. Heute scheint nicht Ihr Tag gewesen zu sein. Und warum? Was sagen Sie dazu? Denken Sie, dass Sie Ihre Zuverlässigkeitsprobleme bis zum Qualifying in den Griff bekommen? Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen? Ja, ein bisschen Abtrieb. Klasse, das war dann alles. Ja, man muss sagen, ich hatte zwei kleine Quersteher oder mehrere kleine Quersteher, die ist ein bisschen, wie ganz einfach gemacht haben. Gut, gehen wir rein ins zweite freie Training. Und hoffen wir mal, dass wir diesen achten Platz eigentlich so gut bestätigen können. So, geh mal rein. Okay, auf geht's. Wir fahren nochmal auf Medium. Be like a rubber out on track. Try to take it easy for a couple of laps. So. Ja, jetzt können wir ausstellen, damit wir mit einer vollen Batterie in die nächste Runde gehen können. Diesmal funktioniert auch alles. So langsam gewinne ich mir ein bisschen an die Strecke. Ich finde sie sogar tatsächlich ganz cool. Man muss halt nur höllisch aufpassen, ne? So Glück gehabt, dass ich da nicht an die Wand gehe. So ein Wandkisser, das kann natürlich auch immer schnell alles kaputt machen. So, schon umgestellt und dann gib ihm jetzt. Wieder ein paar Bremser vorne. Das wird jetzt auf jeden Fall gleich eine neue Bestzeit werden, weil ich denke, dass kein Auto vor mir auf der schnellen Runde sein wird.
Aber schauen wir mal. So, bis zum zweiten Sektor, klar. Aber wieder nochmal, da sind noch ein paar Autos, die gleich dann noch kommen werden. Wenn ich sogar 8., 9., 10. werde, kann man eigentlich zufrieden sein. Aber schauen wir mal. Mal gucken, ob ich mitnehmen. So, 46 ist hier momentan die beste Zeit. Unsere persönliche beste Zeit. So, bist du durch die erste Kurve gekommen, aber hier nicht durch diese, durch dieses Geschlängel hier. Da habe ich nochmal verloren, aber haben auch ein bisschen was mitgenommen. Komm, jetzt können wir hin. Nochmal eine Runde verbessern, das ist unser Ziel. Ich schaffe das ja. So, jetzt geht's in Richtung Sektor 2. Schaffen wir da mal noch einen Sprung nach vorne. Deutlich besser durchgekommen, nicht die Haarnadel. Jetzt haben wir schon fast eine gute halbe Sekunde vor. Das Zeitsektor 2, 5 und... Boah, geklappt. Versuch's gerade jetzt nochmal. De facto wird es eine neue Bestzeit werden. Das war vor Leighton, vor King. So, ich gehe mal wieder ein bisschen runter. Ich weiß, dass das Cape jetzt gerade ist. Aber momentan haben wir nochmal eine Bestzeit. 1:40.3 ist die jetzt schnellste Runde. Aber ich glaube nicht, dass es reicht, um vorne an der Spitze zu bleiben. Ich denke, dann werden die Mercedes, die Ferrari und die Red Bull nochmal ein Stück zurückschlagen können. So, mal gucken, Albon jetzt auf 2, den haben wir momentan hinter uns. Wenn wir momentan gut dabei vorne, aber ja gut, das war Gesicht wahrscheinlich erst im Qualifying morgen gezeigt. Morgen 14 Uhr geht es dann ins Qualifying. Halt bewusst noch mal eine Runde, um mal halt die Runde Zahl auf die Uhr zu kriegen. Und trotz der Magermischung frisst er mir den Sprit weg. So, wen haben wir davor? Ein Ferrari ist jetzt, glaube ich, mit raus, ne? Ne, Ferrari oder Alfa Romeo, einer von den beiden jeweils. Vielleicht bewusst mal ein bisschen vorsichtiger.
Huch. Bin ich ein bisschen weit rausgekommen. Hat es aber hoffentlich keine Berührung gegeben. Ja, momentan klar. Die drei üblichen sind vorne. Vettel vor Bottas. Aber das ist keine Überraschung gerade. Und nochmal eine Anmerkung, gab es übrigens bei mir noch die Videos. So wie ich teilweise in der Karriere gefahren bin oder fahre, online geht das bei mir ganz anders. Also ich kann auch durchaus fair fahren, das ist klar. Es gab mal schon ein paar Zwischenfälle von mir, aber die sind meistens selten. Ja? Nochmal. Das ist immer noch ein weiter Unterschied. Das eine ist Karriere, das andere ist online. So, damit sind wir auch durch mit dem zweiten freien Training. So far, our fastest lap is a 1 minute 40.3. Mal gucken, was mit, oh, Vettel, Alter, 1,6 Sekunden. Sind die echt so krass, die Reifen? Ich habe die Softreifen so stark gegenüber den Medium. Ja, jetzt auf, ja klar, da fahren jetzt einige auf Softreifen. Wir sind auf Augenhöhe mit Valtteri Bottas. Und mit Max Verstappen auf den Mediums. Die Zeiten sind knapp. So, jedenfalls haben wir es geschafft. Ich glaube, 6. sind wir am Ende gewonnen. 6. 7. Das wäre auch in Ordnung. Es wird Zeit, noch einmal 6. einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Vettel, Ricciardo und Lewis Hamilton. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, das zweite freie Training ist durch. Wir gehen jetzt gleich rein direkt ins dritte. So. Gehen wir rein ins dritte freie Training direkt. So. Ja, das Einzige, was wir jetzt noch haben, sind die Soft. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. Und Rennanzüge und sowieso die fallen auf, ne, die Trainingsjacken. Aber so kann man sich von den Autos zumindest ein bisschen unterscheiden. Oder beziehungsweise so kann man sich von den anderen ein bisschen unterscheiden. Wegen diesem Neongelb ist immer ziemlich gut. Man weiß, hat einige Teams und ja, dann passt das so.
Ja, kommen wir mal raus. Schauen wir mal, was wir können. Wir sind im Training Nummer 3 mittlerweile. Klar, morgen noch das Qualifying und dann am Sonntag ein hoffentlich spannendes Rennen hier in Vietnam. Und dann hoffen wir mal auf ein paar Punkte, aber ja, es wird jetzt sicherlich nicht einfach werden, weil ich denke mal, die großen Karten werden erst morgen auf den Tisch gelegt. Mal gucken, wie wir heute platziert sind. Also momentan sind wir gut dabei mit Platz 8 und 6. Das sind die ersten neuen Trainings gewesen. Dann schauen wir mal, bis aber ein paar Punkte mitnehmen können. Das wird definitiv noch ein bisschen Entwicklungsarbeit in das Triebwerk stecken müssen. Die Runde ist ja schon zu Ende. Upsi. Ja, sie ist zwar mit 1,40 relativ lang, also von der Zeit her, aber auf einmal war es doch überraschend. Okay, gehen wir raus. Auf die Strecke. Runde. Also, Zeitenrunde jetzt. Auf Augenhöhe auf jeden Fall mit Verstappen. Das ist schon mal gut. Das war nämlich nicht viel, was er vor uns hat am Ende. So, momentan sind wir auch wieder auf Bestzeitkurs, so, das kann ich auch schon wieder ändern. There's three laps of fuel remaining. Ich habe 38 war eben die Bestzeit von Vettel. 38,7 oder so. Diese Querstelle, dieser Ausgang, also was heißt dieser Kurve? Also keine neue Weste denn. Ja, wir fahren die Runde noch zu Ende, dann fahren wir die letzte als In-Lab und dann sind wir durch für heute. Die Runde wird zwar absolute Katastrophe werden, momentan ist sogar Ricciardo. Ja, Ricciardo ist hinter uns, momentan haben wir im Griff, ne? Ich bin sogar am Überlegen, ob ich das Team vielleicht ein bisschen neu aufstellen soll. Mick holt momentan zu wenig Punkte, ich hoffe, dass dann in Pommels Karriere weitergehen würde. Aber ich überlege nämlich so Fahrer wie Perez oder so vielleicht zu holen, der regelmäßig seine Platzierung einfährt. Wolle, Perez, Ricciardo, Sainz, so in die Drehung. Ich hoffe, dass er dann sagt, okay, ich nehme das Auto raus. Ich
nehmen das Auto. Ja, und dann ein Tausch mit Mick. Dass der vielleicht eine Chance hat, da vorne zu fahren. Oder beziehungsweise mal, dass ich ein zweites Auto habe, was Punkte sammelt. So, Leclerc ist vorne jetzt. Fahrer vor mir. Leclerc ahead, their best lap time is a 38.6. Halbe Sekunde liegt der Ferrari vor mir, aber das ist in Ordnung, das ist okay. Ich fahre jetzt auch nur mit einer Hand gerade. So, fahren wir wieder das Auto jetzt zurück in die Box. Ja, alles gut, bin dabei. Keine Sorge, Jeffy, ich bin nur schon dabei. So, Feierabend. So. Müssen wir mal gucken, was der Fahrermarkt hergibt, was ein Perez kosten würde. So, Feierabend heute, ne? Hab ich ja gesagt. Im ersten freien Training sind wir dann da relativ viel gefahren. Das ist eine halbe Sekunde der Leclerc. Das ist so in Ordnung eigentlich von der Zeit her. Ich kann sogar nur Dritte, aber da fehlt noch ein Auto. Will noch ein Auto? Ja, eben. Hamilton, Bottas, die Mercedes fehlen. Ocon da oben mit drin. Den hätte ich auch nicht, nicht unbedingt erwartet, dass der da fast auf Augenhöhe fährt. Momentan vor dem WM-führenden Valtteri Bottas, der ja beide Rennen mittlerweile volle Punktzahl geholt hat. Also die vollen Punktzahl mitgenommen hat, momentan mit 52 Punkte, wir haben die da ist. Und wir hängen momentan auf 6, also 8, 6, 6 sind die Ergebnisse, wenn sich da jetzt nichts mehr dramatisch ändert. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Leclerc, Hamilton und Esteban Ocon. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Also Perez auf 18 momentan, aber liegt auch daran, dass er... Oder Russell, den könnte man theoretisch auch holen, aber der ist gerade zu Haas gewechselt. Die werden ihn jetzt nicht direkt schon ziehen lassen. Mal gucken, ob es möglich ist, da irgendwann mal auf dem Fahrermarkt noch aktiv zu werden in den nächsten. Ich habe so ein paar Leute, die ich unbedingt gerne holen würde. So. Gut, dann haben wir das für heute auch geschafft. Und dann geht's ins Qualifying morgen. Um 14 Uhr, wie immer. Auch am zweiten Weihnachtstag gibt's ein bisschen was zu sehen hier. Ja, ich hoffe, ihr habt ein schönes Fest. Soweit gestern. Und kommt gut durch bisher. Auch wenn es dieses Jahr ein bisschen anders sein wird. Oder anders ist als als letztes Jahr, als letzten Jahre eigentlich. Naja, gut, okay. Gehen wir mal kurz auf den Fahrermarkt, ob es irgendwie möglich ist, noch irgendwas zu holen. Bisher, warte mal, gerade was rein. Nee, okay, schauen wir mal, gibt es gerade noch nichts zu sehen. Gut, dann würde ich sagen, warte mal, wir haben noch Nachrichten, oder? Ne? Leistungsvergleich. Ja, wir müssen echt einen Sprung da vorne machen, was die Leistung betrifft. Ah, gut, wenn die Dings kommen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder morgen um 14 Uhr dann mit dem kurzen Qualifying. 18 Minuten sind es dann. Bis dann, tschüss.